Also die Grundidee für die Fassade war in diesem Fall, dass wir eine Neuinterpretation der Jugendstilfassaden, die es hier in der Gegend besonders häufig gibt, entwickeln wollten. Wir haben dazu eine organische Fassade entwickelt. Zuerst wussten wir gar nicht richtig, wie wir die umsetzen sollen. Es gab nur diese organische Form. Und ja, in der weiteren Bearbeitung hat sich dann dieses Bild, was jetzt hergestellt wurde, herauskristallisiert. Die Zusammenarbeit mit dem Architekten war sehr gut. Vor allem, dass er sehr früh angefangen hat, den Metallbau mit einzubinden. Und daher konnten wir gemeinsam eine wirtschaftliche Lösung erarbeiten, damit wir die vorgedachte Architektur auch wirklich umsetzen können. Hier sieht man am Objekt, dass wir Strangpressprofile verwendet haben. Die sind 35 cm tief, die wir dann dreidimensional über Fräselemente dann darstellen können, sodass wir den organischen Charakter des Projektes dann auch erreichen können. Und da die Zusammenarbeit, dass man sehr früh angefangen hat, beim Projekt uns mit einzubinden, konnten wir unsere Erfahrungen in der Fertigung und in der technischen Bearbeitung dort mit einbringen. In diesem Fall war die Zusammenarbeit mit dem Metallbauer wirklich elementar wichtig, da wir zu Anfang überhaupt nicht wussten, wie wir diese Fassade umsetzen können. Wir haben mit Blechen gearbeitet, mit verschiedenen Profilen gearbeitet, bis wir dieses gewünschte Erscheinungsbild erzeugen konnten und haben die Fassade wirklich schon in einer sehr frühen Phase mit dem Metallbauer zusammen entwickelt. Die größte Herausforderung bei der Erstellung der Fassade war die Planung in erster Linie. Wir haben zwei Leute ein Dreivierteljahr lang abgestellt, die in 3D-Planung die Köpfe und die Bearbeitung des Strangpressprofiles vorgenommen haben. Wir haben das Grundelement der Architektur und der organischen Verläufe vom Architekten bekommen und wir mussten es dann in CAD-Daten wieder umsetzen. Und da sind zwei Leute Dreivierteljahr lang beschäftigt gewesen, um das realisieren zu können. Man muss sich vorstellen, diesen Kopf, wo zweidimensional oben geformt ist, das sind einzelne Fräspunkte, wo angesteuert werden. Und das war unheimlich aufwendig und zeitaufwendig. Jetzt vom technischen Know-how her ging es relativ leicht und einfach, aber ein hoher Planungsaufwand. Wie eingangs erwähnt, haben wir uns überlegt, in der konstruktiven Überarbeitung oder Überlegung, wie man das ausarbeitet, macht man Blechkantteile oder macht man aus einem anderen Material die Architektur. Und sind wir auf die Lösung gekommen mit den Strangpressprofilen. Die sind hier 35 cm tief. Die haben wir im Presswerk pressen lassen und die sind dann anschließend auf dem Bearbeitungszentrum in den zwei Zinken unterschiedlich tief bearbeitet worden. Und dann sind sie anschließend auf einen Aluminiumrahmen aufgeschraubt. Und so ergibt sich das Bild. Eine weitere Schwierigkeit war, man sieht die Lamellen von innen und von außen. Und das sind ja eloxierte Profile hier in C31. Und der Schwierigkeit, beim Eloxieren brauchen wir immer zwei Anschlusspunkte. Wie löst man das, dass die nicht sichtbar sind? Und das war jetzt natürlich ein bisschen das Problem. Vor allem dieser faraderische Käfig, man hat ja diese Zinkenausbildung, dass sich der nicht schließt und auch, dass das Eloxal wirklich tatsächlich auch in der Gabelausführung zu sehen ist. Die Besonderheit der dahinterliegenden Fassade, im Grunde genommen ist es eine einfache Bandfensterkonstruktion. Die Schwierigkeit dort war der Aufwand für den Schallschutz. Wir haben einen 42 dB im eingebauten Zustand realisieren müssen, durch die Lokalitäten eben drin, durch die Kalkscheune. Hier haben wir auch keine Standardprofilgeometrie, sondern eine Sonderentwicklung vorgenommen, um den Schallschutz und die statischen Voraussetzungen und die architektonischen Voraussetzungen umsetzen zu können. Was man jetzt hier nicht sieht, auf der Rückseite gibt es einen Innenhof. Dort wird die Lamellenfassade als absturzsicherndes Geländer mitverwendet. Auf der Straßenseite, da durch den organischen Verlauf man teilweise unter die Absturzsicherheit kommt, hat man nochmal ein zusätzliches Geländer vor den Flügeln vorgesehen. Aber ansonsten wirkt die Fassade absturzsichernd. Und die Lamellenfassade hat die organische Form, aber damit es dann auch nachts noch wirkt, hat man hinter die Lamellenfassade nochmal eine Blechkontur nachgebildet, damit es auch wirklich diesen dunklen Charakter gibt und auch immer tags wie nachts immer diese Wolke vor der Fassade dann widerspiegelt. Besonders wichtig war uns dabei, dass diese organische Formensprache wirklich erlebbar und rüberkommt. Man sieht, die Fassade ist dreidimensional und nicht nur eine ausgeschnittene Lochfassade, sondern eben auch in die Tiefe wirkende Kissen. Und das war die besondere Herausforderung, die wir bei dieser Fassade einfach umsetzen wollten. Die Wirkung der 3D-Plastizität der Fassade war dem Architekten sehr wichtig, damit man, das soll ja hier, wo wir drauf stehen, auf dem Parkplatz, das Gebäude soll später, wenn wir durch die Straße durchgehen, wirklich diese
wie soll man sagen, Wolke in der Tiefe auch darstellt, um diese Tiefe wirklich auch der Fassaden gestalten zu können. Besonders toll wirkt die Fassade durch das Eloxal C31. Jetzt, wenn man in der Abendsonne dran vorbei oder morgens dran vorbeifährt, dann kriegt das so auch durch die Farbe noch eine gewisse Tiefe wirken. Und besonders wichtig war, dass man im Gebäude dran vorbeifährt, dass die Fassade in der Tiefe wirkt. Und das haben wir durch diese Profilgeometrie erreicht, durch das unterschiedliche Abfräsen. Wir sind mitten in Berlin. Das war für uns natürlich von der Logistik, von der Abwicklung auf der Baustelle sehr beengt und dadurch auch eine gewisse Herausforderung, da nur begrenzte Lagerflächen zur Verfügung stehen. Wir haben die Elemente bei uns im Werk vorgefertigt, in größeren Wandelemente mit den Lamellen vorgesehen. Die sind auf dem Tieflader hier angekommen, zwischengelagert und direkt am Bau dann just in time verbaut worden. Ja, also in diesem Fall war wirklich die Zusammenarbeit mit dem Metallbauer wichtig und wir hätten das ohne die Zusammenarbeit mit dem Metallbauer überhaupt nicht wirtschaftlich realisieren können.